Rennsportbesuch aus Leipzig konnte am Mittwoch Bäckermeister Reinhard Hanke in Wehlitz begrüßen. Der diesjährige deutsche Formel-3-Meister Marvin Kirchhöfer ist das Motorsporttalent aus Sachsen und schaute bei Hanke auf eine Stippvisite vorbei. Die beiden verbindet eine Freundschaft und die Leidenschaft zu schnellen Autos. Neben der Bäckerei betreibt der Wehlitzer auch eine Sportwagenvermietung. Derzeit steht ein Lamborghini Superleggera vor seinem Laden und der Einladung, einmal solch ein Auto zu fahren, ließ sich Kirchhöfer nicht zweimal sagen. Der 19-jährige Leipziger legte seit 1999 eine steile Motorsportkarriere auf den Asphalt. Nun schaffte er den Sprung in die GP3-Serie. Ja, also das GP3-Auto hat dann ca. 400 PS, einen 3,5-Liter-Motor und sequenzielles Getriebe, also am Lenkrad haben wir dann die Schaltung. Und ja, es ist schon um einiges schneller als der Formel-3-Bolide, vor allem wird es deutlich internationaler. Wie gesagt, in der Formel 1, in dem Rahmen sind wir dann immer unterwegs, sprich Abu Dhabi, Silverstone, überall in Europa. Abu Dhabi ist die Ausnahme, das ist sozusagen das Highlight der Serie und ja, ich bin wirklich gespannt, wie das laufen wird. Am Wochenende riskiert er in Abu Dhabi schon einmal einen Blick auf sein zukünftiges Arbeitsgerät. Kommende Woche gibt es erste Trainingsrunden. Wir werden Ihnen in einer unserer nächsten Sendungen etwas ausführlicher über Marvin Kirchhöfer berichten.